Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Angeberwissen kommt raus wie geflutscht, ne? Ja, ja. Hier ist der Sashi und da ist der Daniel und wir präsentieren euch heute den 9. August. Den 9. August, ja, manchmal muss man ja wirklich nachdenken, ja, bei der ganzen Sache. Schon, ne? Ja. Und am 9. August hat ja auch jemand Geburtstag, jemand Prominentes, ja, die wir alle kennen. Whitney Houston. Whitney Houston. Ein Traum. Wieso? Ein Traum. Weil sie singen kann oder weil sie so aussieht? Oder? Alles, da passt einfach alles. An der hat alles gepasst. Und sie ist so früh gestorben. Das ist Wahnsinn. 1963 am 9. August geboren und 1987 mit I Wanna Dance With Somebody den Höhepunkt ihrer Karriere bestritten. Dann natürlich dann auch nachgelegt mit I Always Love You, mit Filmen, mit Modelkarriere, mit allem. Die Bodyguard hat sie gemacht, ne? Die ist wirklich... Fandst du Bodyguard gut? Der war mir jetzt zu weinerlich, aber man kann nicht alles haben, ja. Ich finde, also Bodyguard, der Film, ist schon nicht der Superknaller. Aber ja. Weißt du, was ich am Bodyguard am schlimmsten finde? Da? Sag doch einfach nee, dann sag ich es dir. Nee. Weißt du, was ich am Bodyguard am schlimmsten finde? Nee. Das Musical. Okay. Katastrophe. Wie kann man denn daraus noch ein Musical machen? Also gut, die Musik ist ja okay und sowas, ja, alles schön, aber komm, hör auf. Habe ich keinen Bock drauf. Am 11. Februar 2012 ist sie gestorben. 54 Jahre wäre sie geworden dieses Jahr. Ja. Whitney, von wo auch immer du zuguckst. Alles Gute. Ja, Whitney. Am 9. August 1173. Ach du Liebe. Weißt du, was da passiert ist? Sag schon. Ja, da war die Grundsteinlegung des schiefen Turms von Pisa. Mhm. Ja. Schiefe Turm von Pisa. Das weiß man, ob der Grundstein schon schief gelegt wurde? Oder? Ja, wahrscheinlich. Der Grundstein war so um ein halbes Grad schief und dann der Rest hat sich dann irgendwie hochgezogen. Und lass uns mal in Gedenken an den Pisa. Ja, genau. Am 9. August ist noch was passiert. Am 9. August, und zwar 1956, war der erste Gedenktag des Women's Day. Und zwar in Südafrika gab es die Passgesetze. In den Passgesetzen wurden Schwarze durch die Apartheid so schikaniert, dass sie immer irgendwelche Bücher mit sich rumschleppen mussten, Unbedenklichkeitsbescheinigungen und etc. pp. Und dagegen ist von der ANC über Mandela sehr stark demonstriert worden. Eigentlich zu dem Zeitpunkt undenkbar, dass Frauen das machen, aber die Mädels waren Vorreiter und herzlichen Dank dafür. Und das heißt jetzt, am 9. August ist da der Gedenktag der Frauenbewegung, oder was? Gedenktag der Frauen. Women's Day. Women's Day, der erste Women's Day, wie gesagt, 1956 in Kapstadt, Südafrika. Und 1945 war... Ist jetzt kein lustiges Thema, aber es ist halt passiert. Am 9. August war der zweite Abwurf einer amerikanischen Atombombe auf das japanische Nagasaki. Tja. Tja, ist passiert. Hoffentlich passiert es nicht nochmal. Aber das ist alles am 9. August passiert. Und wir sagen, kommt wieder morgen. Morgen ist der 10. August. Und mit erfreulicheren Themen. Mit ein paar lustigen Themen. Ja. Okay. Ja, aber das ist halt passiert. Was soll man machen? Ich kann es ja auch nicht ändern. Wir haben die Geschichte nicht geschrieben. Ja, genau. Ja, morgen der 10. August. Ich sage Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen.